Yep. Ja, ja, wieso nicht? Geronimo! Der ist geronnen. Ja nun. Das war antiklimaktisch. Oh hey, wen haben wir denn da? Es ist schon lange her, dass jemand den Sprung gewagt hat. Aha. Und noch mehr sagt jemand ihn überleben Du meinst, andere haben das hat. nicht überlebt? Einmal habe ich die gesamte Sind doch nur Liga da 80 oben auf Meter. dem Wartensprung vorgetragen, bevor ich mein Glück versucht habe. Nun, ihr seht ja, was mir das Du eingebracht hat. wurdest durchsichtig? Das war eigentlich ziemlich cool. Was wird das jetzt? Rock on oder was? Kann ich dich ansprechen? Beschäftigt, womit denn? Damit rum. Oh, er verbessert meine Redekunst. Na, das finde ich ja mal eine ganz feine Sache. Neue Stufe auch noch. Achso, übrigens herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. Obwohl wir das vergessen, man soll die Leute ja immer freundlich begrüßen. Und zack, kriegen wir einen Stufenaufstieg, weil wir da runtergehüpft sind. Da muss ich öfters mal von irgendwelchen Dingen runterhüpfen. Und jetzt überlegen wir mal, was wir hier noch so ausbauen wollen. Redekunst kann ich noch nicht. Mal zurück. Ah, Moment, Taschendiebstahl. Wir wollen ja irgendwann mal später im Spiel auf jeden Fall Mitglied der Diebesgilde in Riften werden. Und da kann es sich lohnen, wenn wir schon frühzeitig unsere Fingerfertigkeit erhöhen. Taschendiebstahlbonus von 20%. Gewicht und Wert des Gegenstands verringern die Erfolgswahrscheinlichkeit. Alles klar, das Talent möchte ich erlernen. Und natürlich wollen wir später auch noch Nachtdieb lernen, um schließlich mehr Platz zu erlernen. Deine Tragfähigkeit wird um 100 erhöht. Das müssen wir auf jeden Fall später machen. Denn, wie wir alle wissen, klaut Steffen fast alles, was nicht nied- und nagelfest ist, und guckt sich einen Wasserfall an. Oh, guck mal, ein Wasserfall. Oh, ja, doch, kann man machen. Geht in Ordnung so. Ist genehmigt. Und dann würde ich mal vorschlagen, mir selbst, dass wir hier nochmal raufrennen. Weil ich glaube, da oben war noch irgendwas zu erkunden. Und wir wollen uns ja nichts entgehen lassen. Wie zum Beispiel diesen Zaubertrank der kleinen Heilung. Immer mitnehmen. Hey. Warum hüpft er eigentlich so komisch? Der hüpft wie so ein Frosch, so mit breiten Beinen. Und wie kommt, dass dieser Pfeil in einem Stein steckt? Das geht doch gar nicht. Das ist auch physikalisch unmöglich. Oh, Silbererzade. Hack. 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 Hack, 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 hack. Und Silbererz und die Ader ist erschöpft. Entschuldigung. Was ist denn hier? Ich wollte die Pfeile hier, die da im Boden stecken. Sammel die halt ein, du Dovi. Geht doch. Ah, da ist die geheimnisvolle Treppe. Und weiter geht's den Berg hinauf. In komischen Froschsprüngen. Sieht echt komisch aus. Hallo, Herr Elch. Hallo. Na, wie geht's? Hm? Ganz blutunterlaufene Augen. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Und die letzte geheimnisvolle Treppe. Hep. So, jetzt müssen wir nämlich hier links nochmal gucken. Mich dünkt nämlich, dass es dort noch irgendetwas zu sehen oder finden gibt. Herz von Dornen, Alter. Knochen der Wildnis im Moment, rede Eben weiter. abgeschworene, erhebt euch von den Toten.
besten Raben, die so ein Briarheart beschwören. Alter, das ist ja krass. Hier, hast einen Pfeil. Au, nicht anzünden. Nein. Aber ich habe echt vorher noch nie gesehen, wie die Hexenraben so einen Typen beschwören, da auf so einem Altar. Oh, die sind ein bisschen hart. Ich sollte mal so einen Zaubertrank ein... Alter, ist die hässlich. Was ich übrigens sehr lustig finde... Upsi. Dass sobald man quasi im Kampf einmal kurz Auszeit ruft, frieren die Gegner einfach ein und warten in aller Geduld, bis man seinen Heiltrank gefunden hat. Kräftige Heilung, kleine Heilung, da haben wir irgendwie viele von, ziehen wir super rein. Und warten, bis man sich in Ruhe geheilt hat. Das finde ich sehr sozial von den Gegnern in diesem Spiel. Ich glaube nicht. Ja, das war absolut alles. Komm, hier, Hack. Also diese Hexenraben finde ich auch richtig widerlich, muss ich sagen. Voll. Ja, die brauchen ein paar aufs Maul. So eine Mischung aus Mensch und Vogel. Das ist doch echt unnatürlich. Das ist doch richtig. Bäh. Ja, Federn reiße ich hier trotzdem aus. Können wir mal brauchen. Orkische Kriegsaxt des Gefrierens. Orkische Kriegsaxt des Entziehens. Die werde ich nicht benutzen. Aber ich nehme die mit, weil vielleicht kann ich die ja hier an so einem Beschwörungstisch entzaubern und kann den Zauber dann auf irgendwas anderes anwenden, wo ich das brauchen kann. Und jetzt holen wir uns erstmal dieses Wort. Wort der Macht gelernt. Dahinschwinden, ätherische Gestalt. Ja, was genau das bedeutet? Wahrscheinlich kann man damit durchsichtig werden oder so, oder unsichtbar. Oh, klingt jetzt auch nicht... Oh, menschliches Herz, lecker. Klingt jetzt auch nicht so super brauchbar, muss ich sagen. Trankmischerbeutel. Ektoplasma, lecker. Das schmiere ich mir morgens auf Brötchen. Sehr, sehr lecker. Menschliches Herz. Oh, was soll's, schmiere ich mir auch aufs Brötchen. Muss ja nicht umkommen. Kann man sich ja mal reinziehen. Ist hier sonst noch was Brauchbares? Seelensteinfragment? Nein. Ja, guck mal, da hat sich das doch gelohnt, dass wir hier nochmal raufgejoggt sind und uns den Kram angeguckt haben. Alles wunderbar. Und wenn ich mal kurz überlege und auf die Karte gucke, wir wollten doch ursprünglich irgendwann einmal hier zur Gallenschluchtmine, um da die Anführer von Gallenschluchtmine zu töten. Jedenfalls glaube ich, dass wir das wollten. Aber mir antwortet ja nie jemand, wenn ich mit mir selbst rede, was leicht verwirrend ist. Ich könnte mir selber antworten, aber nein. Egal, alles Wunderbärchen, wir hüpfen durchs Geäst. Und da irgendwo geht's zu der komischen Mine, da gehen wir mal hin. Oh, ich höre ein Bärchen. Wo bist du, Bär? Komm, komm, lass dich streicheln. Komm. Au. Na toll, du hast dich infiziert mit Knochenbrecherfieber. Hat dieser eklige Bär mich auch noch angesteckt? Aber, muss auch kurz gucken, Magie, aktive Effekte. Guck hier, Ausdauer verringert, Knochenbrecherfieber, entzieht 25 Punkte Ausdauer. Das wollen wir natürlich nicht so gerne. Deshalb, warte. Gucken wir doch mal, ob wir irgendwie einen Trank haben, um uns zu heilen. Gift? Nein, Gift ganz sicher nicht. Schwaches Gift. Nein, ich muss mich erstmal an die ganzen deutschen Namen gewöhnen. Im Englischen stand da irgendwie ganz oben, glaube ich. Cure Disease oder so. Gesunden Heilung? Nein, stellt Gesundheitspunkte wieder her. Regeneration. Irgendwas, womit man sich von Erkrankungen heilen kann. So im Felde. Ich glaube aber, sowas habe ich jetzt nicht dabei, oder? Krankheit heilen. Doch, perfekt. Zaubertrank Krankheit heilen. Heilt alle Krankheiten. Zack.
schon sind wir die eklige Infektion durch diesen ekligen, schmutzigen, schleimigen, siffigen Bären los, der uns hier angerotzt hat. Der hat uns wahrscheinlich in den Mund gespuckt oder so. Da haben wir uns angesteckt. Ziemlich eklig. Oder der hat ganz andere Dinge mit uns gemacht. Wollen wir gar nicht drüber reden. So. Nö, hier ist keiner. Nur wir Würmer im Geäst. Und da unten schwärmen die Gegner. Begrüßen wir gleich mal mit ein paar Pfeilen. Na? Oh, wo seid ihr denn? Ich sehe doch eure roten Punkte. Nein, hier ist keiner. Muss dir keine Gedanken machen. Gallenschluchtmine. Hier müssen wir alle erlegen. Ja, und verloren. Guck mal, da hätten wir eigentlich theoretisch irgendwann mal von da unten kommen sollen. Aber nö, wir kommen von oben. Stahl-Zweihänder? Nein, Zweihand ist doof. Wir wollen immer ein Schild dabei haben, damit wir ihn den Gegnern vors Gesicht hauen können. Guck mal, so zum Beispiel. Ja, das reicht wirklich. Komm, geh zu Boden. Ja, fall runter da. 10 Gold hat sich ja kaum gelohnt. So, hier unten noch jemand? Hallo. Nö. Nur eine Lehrlingstruhe. Ja, nehmen wir alles mit. Und was lauert hier noch? Lecker Pfeile. Lecker, lecker. Pfeile essen. Machen wir mal die Tür auf. Ah, kommt endlich wieder ein bisschen frische Luft ins Haus. Muss ab und zu mal durchlüften. Stoßlüften heißt die Devise. Heizung aus, Tür auf. Einmal alles abfrieren. Da gehen auch die Milben bei drauf. Und dann gehen wir mal hoch in die Mine, würde ich sagen. Denn schließlich haben wir immer noch die Aufgabe, alles mit Stumpf und Stiel auszurotten, was darin haust. Glaube ich jedenfalls. Ich mach's einfach mal. Ist mir doch wurscht. Schmelzhütte ist praktisch. Da können wir gleich mal unsere ganzen Metallerze einschmelzen. Dann können wir später, wenn wir wieder in die Stadt einziehen, wieder ein bisschen rumschmieden. Ich will das jetzt nicht hier im Felde machen. Da wird man immer scheel für angeguckt. Aber gehen wir erstmal hinein. In die Gallenschluchtmine. Und schluchten etwas Galle. Und jetzt gehen wir wieder ganz sneaky vor. Upsala, das wollte ich gar nicht, ich wollte das. Und ziehen unseren Bogen und suchen unser erstes Opfer. Ja, so sind wir. Hallo? Hallo? Ich sehe niemanden. Kann ich erstmal hier Erz abbauen. Morichalkomerzada. Was für komische Worte, die einen hier in den Kopf werfen. Kann ich, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Morichalkomerzada. Das ist bestimmt ein Stadtteil von Köln. Wo kommen sie her? Ach, Köln, Morichalkomerzada. Na. Ah, da wurde ich mal von einem Bären angefallen. Der hat mich infiziert. Mit Knochenbrecherfieber. Indem er meine Wunden gesabbert hat. Oh, ist das große Schwert nicht ein bisschen schwer für dich, Kleiner? Ich ziehe euch mit lebendigem Leib die Haut ab. Das ist aber eigentlich meine Aufgabe. Ich ziehe Leuten bei lebendigem Leib die Haut ab. Hör auf, dich in meine Geschäfte einzumischen. Ach, guck. Das war ja einfach. Haben wir den schon umgebracht. Aber wir wären natürlich nicht Steffen, wenn wir nicht noch den Rest der Mine erkunden würden, um zu sehen, ob da nicht noch was bei uns für uns herausspringt. Ein geheiligter Zwergenbogen zum Beispiel. Nehmen wir mit, können wir verticken. Lederarmschienen der Schießkunst. Nehmen wir mit, können wir verticken. So,
So, was haben wir hier? Rohes Rindfleisch. Ja, wenn ich Hunger hätte, würde ich mir das reinpfeifen, aber so muss das jetzt nicht unbedingt sein. Stattdessen finden wir hier unten noch ein orangenes Buch, aus dem wir etwas lernen können. Lesen, die Herausforderung des Waffenschmieds. Ich habe ja immer noch die Herausforderung, die mir gestellt wurde, ab und zu mein Buch zu lesen. Also nutze ich mal die Gelegenheit und lese die Herausforderung des Waffenschmieds. Jaja, Schmiedekunst verbessert, sehr schön. Also, die Herausforderung des Waffenschmieds von Mimophonus. Ist das echt ein Name? Mimophonus? Ja, okay. Vor 300 Jahren, als Kataria Kaiserin wurde und somit die einzige Dunmer war, die je ganz Tamriel beherrschte, bekam sie den Widerstand des kaiserlichen Rates zu spüren. Selbst nachdem sie den Rat davon überzeugt hatte, dass es das Beste sei, wenn sie die Regentschaft über das Kaiserreich übernehme, solange ihr Ehemann Pelagius nach einer Heilung für seinen Wahnsinn suchte, gab es Konflikte. Besonders der Herzog von Vengeto, Tanminglumire, herrje, die Leute hatten merkwürdige Namen damals, hatte sichtlich Freude daran, sich an der mangelnden politischen Erfahrung der Kaiserin zu ergötzen. Ja, denn ergötzen ist eine Beschäftigung für jedermann, jeder kann sich ergötzen, man setzt sich einfach hin, ergötzt sich an Dingen, wundervoll, ich ergötze mich gerade an der Raufasertapete. Fantastisch. In diesem besonderen Fall besprachen Kataria und der Rat die Unruhen in Schwarzmarsch und das Massaker an den kaiserlichen Truppen vor dem Dorf Armanias. Das weiche Sumpfland und das besonders im Sommer sehr schwüle Klima gefährdeten die Truppen, denn wenn diese ihre übliche Rüstung trugen. »Ich kenne einen sehr guten Schmied«, sagte Kataria. »Sein Name ist Hasadir, ein Argonier, der die Umgebung kennt, in die unsere Truppe geschickt wird. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit in Vivek. Dort war er Sklave eines Meisterschmieds, bevor er als freier Mann in die Kaiserstadt kam. Wir sollten ihm die Entwicklung der Waffen und Rüstung für diesen Feldzug übertragen.« Minglumire lachte kurz und schallend. »Sie will, dass ein Sklave die Rüstungen und Waffen für unsere Armee herstellt. Sie Rollus Saccus ist der...« Ich bin 10 Jahre alt und finde den Namen Sirolus Saccus lustig. Sirolus Saccus ist der beste Waffenschmied der Stadt, das weiß jeder. Nach einiger Diskussion beschloss man letztendlich, beide Schmiede zu einem Wettstreit vor der Kommission antreten zu lassen. Der Rat wählte außerdem 2 Kämpfer von vergleichbarer Stärke und ähnlichem Können aus. Randor Bereit und Raphalas Eul. Oh, der heißt Eul mit Nachnamen. Das finde ich cool. Eulen sind lustig und niedlich. Sie sollten bei ihrem Kampf die Waffen und Rüstungen der beiden Waffenschmiede tragen. Derjenige Schmied, dessen Ausrüstung der Sieger trug, sollte den Auftrag der kaiserlichen Kommission erhalten. Das ist ein bescheuerter Wettbewerb, weil es offensichtlich nicht von der Rüstung, sondern vom Können des Kriegers abhängt. Es wurde entschieden, Bereit von Hasadir und Eul von Saccus ausstatten zu lassen. Der heißt Saccus. Der Kampf sollte in 7 Tagen stattfinden. 7 Tage. Sirolus Saccus begann sofort mit der Arbeit. Er hätte sich sicherlich mehr Zeit gewünscht, aber er erkannte die Bedeutung des Tests. Die Lage in Armanias war ernst. Das Kaiserreich musste seinen Waffenlieferanten schnell wählen und dieser musste dann binnen kürzester Zeit die besten Waffen und Rüstungen für die kaiserlichen Truppen in Schwarzmarsch herstellen. Es war nicht nur der beste Waffenschmied, nach dem sie suchten, es war auch der, der am schnellsten arbeitete und am effizientesten war. Ich kann nicht lesen. Saccus hatte gerade damit begonnen, kleine Stücke von Schwarzjungfrauen-Eiche zu bearbeiten, um daraus Scharniere für die Rüstung herzustellen, als es an der Tür klopfte. Klopf, klopf, wer ist da? Icke. Sein Gehilfe Fandius führte den Besucher herein. Es war ein großes Echsenwesen mit einfacher, grün gemaserter Kapuze, leuchtenden schwarzen Augen, schwarz kann nicht leuchten, und einem einfachen, braunen Umhang. Es war Hasadir, der von Kataria vorgeschlagene Waffenschmied. Ich wollte euch viel Glück für den Wettkampf. Ist das Ebenerz?
Das war es wirklich. Sakkus hatte sich das beste Ebenerzgeflecht der Kaiserstadt besorgt, als er von dem Wettstreit hörte und gleich mit dem Schmelzen begonnen. Für gewöhnlich dauerte die Veredelung 6 Monate, aber er hoffte, dass ein großer Konvektionsofen, in dem weiße Flammen der Magie loderten, den Prozess auf 3 Tage verkürzen würde. Sakkus wies voller Stolz auf die anderen Errungenschaften hin, die seine Rüstungen auszeichneten. Die säurehaltigen Kalkbecken, die der Klinge des Daikatana zu einer unvorstellbaren Schärfe verhelfen sollten. Die Schmiedeeisen und Zangen aus Akavir, die dabei helfen würden, das Ebenerz immer wieder neu zu falten. Hazardir lachte. Wart ihr schon einmal in meiner Schmiede? Es sind 2 winzige Räume voller Rauch. Der vordere Teil ist gleichzeitig der Laden, der hintere Teil ist mit kaputten Rüstungen, ein paar Hämmern und einem Schmiedefeuer angefüllt. Das war's. Gegen solch einen Widersacher streitet ihr um einen millionenschweren Auftrag der kaiserlichen Kommission. Ich bin mir sicher, dass die Kaiserin euch bei der Ausstattung ihrer Truppen vertraut, erwiderte sie Rollus Sakkus höflich. Sakkus. Ah, Sakkus, ich werde dich vermissen, wenn ich dieses Buch zuschlage. Schließlich hatte er die Schmiede schon gesehen und wusste, dass die Beschreibung zutraf. Es war ein armseliger Laden in den Slums, in dem sich nur die niedersten Abenteurer ihre Eisendolche und Harnische reparieren ließen. Sakkus hatte beschlossen, beste Qualität zu liefern, egal wie unterlegen sein Rivale auch sein mochte. Auf diese Weise war er schließlich der beste Schmied der Kaiserstadt geworden. Aus Freundlichkeit und mit mehr als nur ein wenig Stolz zeigte Sakkus Hazardir, wie die Dinge in einer richtigen Schmiede vonstatten gingen. Der Argonier half Sakkus dabei, das Erz zu veredeln und es zu schlagen und zu falten, während es abkühlte. Im Laufe der nächsten Tage arbeiteten sie zusammen und fertigten dabei neben einem Daikatana, dessen Klinge so scharf war, dass man einem Moskito damit die Augenbrauen hätte rasieren können, unter dem sich, dank der Verzauberung eines Kampfmagiers, Flammen entlang schlängelten, noch eine Rüstung aus gestärktem Holz, Leder, Silber und Ebenerz, die den Winden des Vergessens würde trotzen können. Am Tag des Kampfes polierten Sakkus Hazardir und Fandius klingt auch komisch, die Rüstung auf Hochglanz und riefen Raffalas Eul zur Anprobe. Dann erst verließ Hazardir die Schmiede, da ihm gewahr wurde, dass Mandor bereit, in Kürze seine Rüstung bei ihm abholen wollte. Die beiden Krieger trafen sich in der Arena der Kaiserstadt vor der Kaiserin und dem kaiserlichen Rat. Der Boden war etwas unter Wasser gesetzt worden, um die sumpfigen Bedingungen von Schwarzmarsch zu simulieren. Als er sah, wie Eul in seiner Rüstung aus schwerem Ebenerz und mit funkelndem Daikatana vorbereit stand, der in rostige Echsenschuppen aus Hazardirs Laden gefüllt war und einem Speer in der Hand hielt, wusste er, wer gewinnen würde. Und mit dieser Vorahnung sollte er Recht behalten. Der erste Schlag des Daikatana drang in bereits weichen Schild, als ob er überhaupt nicht da wäre. Bereit ließ den jetzt brennenden Schild los, in dem immer noch das Schwert steckte, und stach nach den Gelenken von Euls Ebenerzrüstung. Eul konnte schließlich sein Schwert aus dem zerstörten Schild befreien und schlug auf Bereit ein, doch dessen leichte Rüstung war schuppenbesetzt und verwinkelt, sodass die Angriffe ins Wasser abglitten und die Flammen des Daikatanas zum Verlöschen brachten. Als Bereit nach Euls Füßen stach, fiel dieser in den aufgewühlten Schlamm und konnte sich nicht bewegen. Aus Barmherzigkeit erklärte die Kaiserin einen Sieger. Hazardir erhielt den Auftrag, und dank seines Wissens über die Kampftaktiken der Argonier und deren Waffen gelang es ihm, Verbesserungen zu entwickeln, die letztendlich zur Niederwerfung des Aufstandes in Armanias führten. Kataria gewann den Respekt des Rates und sogar widerwillig den von Tan Miglumiere für sich. Sirolus Sakkus ging nach Morrowind, um zu lernen, was Hazardir dort gelernt hatte, aber man hörte nie wieder etwas von ihm, was sehr, 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 sehr traurig ist, weil er Sirolus Sakkus hieß. So, da haben wir uns mal wieder ein bisschen im Mund fusselig geredet, da müssen wir gleich mal ein paar Erze abbauen, denn das ist das beste Mittel gegen fusselig geredeten Mund. So hörte ich der einst. Hack. 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 So, mit diesem letzten Stauben, das von der Erde tropft, beenden wir diese aktuelle Folge.
Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Auf bald!